Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devil May Cry Mission 19. Wir starten direkt, oder? Haben wir genug Geld? Haben, glaube ich, genug Geld für Trickster Stufe, nächste Stufe. Devil Breaker wäre auch geil. Und eine weitere Lebenskraft. Bei Devil Trigger heilen wir uns halt. Wir holen uns mal einen Devil Trigger. Dann war's das erstmal. Dann starten wir direkt rein. Ich bin halt sehr viel Dante, muss man sagen. Aber gut, ist verständlich. Der muss dann immer alles richten. Ich muss sagen, mir gefällt die Stimme von Virgil nicht so. Kämpft schon wie so ein kleiner Samurai, der Mann. Macht natürlich wesentlich mehr Damage als wir. Wow, Alter. Ja, ich bin wirklich gefinisht. Toll. Danke. Wir gehen erstmal hier drauf. Na, davon haben wir ja noch. Hab überhaupt eine Chance, über irgendwie überhaupt in irgendeiner Weise Damage zu machen oder wie? Ernsthaft, der hat mich jetzt noch gewischt. Oh, das läuft gar nicht gut.
Ja, das habe ich mir genug Geld. Klar. Was hat der denn für Moves drauf, ey? Ich habe mich jetzt erstmal hoch, ganz ehrlich. Mache ja für gar keine Damage mehr an dem. Ja, das sah lustig aus. Ja, klar! Es extrahiert er noch was von sich. Klar! 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 Klar, das ist verdoppeltes Bein beim Ulti-Modus. Ist fair. Ja, geil. Das ist halt schon scheiße schwer. Der greift halt durchgehend an. Wenn du in der Nähe bist, dann hast du zwei, erst hast du zwei Gegner. Na gut, langsam. Also. Ja, gerade nervt uns am meisten in seinen Kollege jetzt erstmal. Also der Sturmangriff, der macht einiges aus. Wow! Geschafft? Ja? Nein! Oder? Habe ich es geschafft oder jetzt nicht? Ich glaube doch. Geil. Oh, was ein Glück. The fuck? Wer ist das denn jetzt?
What the fuck? Wer ist denn das jetzt? Wer ist denn das jetzt? Hallo? Was geht denn jetzt ab? Bitte was? Was geht denn jetzt ab? Also eigentlich mache ich ja eine Mission pro Folge, aber das ist jetzt so episch, das will ich jetzt mitbekommen. Telefon. Na klar, in der Unterwelt. Sicherlich. Krass. Ist schon geil. Das hat schon Style. Was?
Das Ding ist erstmal wesentlich immobiler als Dante. Wesentlich immobiler. Ah. Yo! Scheiße. Scheiße, wollte ich gerade rausspringen. Weil ich war wirklich gerade am Rand. Goldene Kugeln wollen wir nicht verwenden. Das ist halt asozial, wie der es gerade wieder abgeht. Aber wir laden uns extrem schnell auf damit. Das wird es aber gewesen sein, vielleicht, oder? So ziemlich, ja. Bäm! Wird es gewesen sein, oder? Na? Ja, das war's jetzt. Puh! Welches ist schon ekelhaft. Oh Gott, er will immer noch kämpfen.
Ja gut, in gewisser Weise übernehmen sie jetzt mal ein bisschen Verantwortung. Und lassen eine neue Generation bis zu platzt. Ich glaube, ich weiß, wer Stunt und Virtue eigentlich, abgesehen im Kampf zu sterben, unsterblich sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das war also Devil May Cry. Schick. Ich fand's geil. Als negativ finde ich an Devil May Cry ist, dass die Spiele im Allgemeinen relativ sehr kurz sind. Klar, sie hauen meistens noch sehr viele Nebenstories rein oder so, die man auf nebenbei stellt, aber die Hauptstory ist meistens relativ kurz. Und das ist halt ein bisschen schade. Aber man kann ja nicht alles haben. Dafür sind die Spiele meistens sehr geil designt. Die Story ist auch nicht schlecht überdacht. Ich meine, das DMC-Universum ist halt schon nicht so eine Story, die einfach mal so man erfindet. Ist halt schon einiges. Es gibt noch sechste Teil oder so.
Dann ändern sie auch öfter das Design von den Charakteren, das ist ja auch viel Arbeit. Ebenso von den Monstern. Also ich fand das Spiel geil, muss ich echt sagen. Hat sich gelohnt, das zu kaufen. Vielleicht kann man hier irgendwann mal noch so die ganzen Storys drumherum raushauen, sprich die ganzen Missionen. Aber mal schauen. Und die beiden haben es geschafft. Aber ich finde Abspann sehr nice gemacht. Hat auf jeden Fall etwas. Wenn du mal alle Monster gezeigt, die es hier gab, hat auch was. Klar, man kann nicht sterben, gerade in dem Moment. Aber hat auch was so. Ich kann mal schauen, ob es noch irgendwelche Zusatzinhalte gibt bei dem Spiel. Die könnte man theoretisch spielen. Noch nebensächlich so. Aber ich bin jetzt schon aufgespannt, ob es jetzt einen neuen Teil gibt. Also es sieht danach aus, also dass die Zeit von Dante vorbei sein könnte. Aktuell. Aber es ist ja noch Nero da. Jetzt die Frage, wird es jetzt enden, weil das Portal zu der Dämonenwelt wird ja jetzt geschlossen. Aber so wie wir es kennen, gibt es immer irgendein Hinteraction, wie man irgendwas. Ja. Wie man da ausbrechen kann. Wird es geben. Safe. Hier kommt die Frage, wird Dante nochmal auftauchen? Oder wird er jetzt seine Zeit wirklich abgesessen haben in der Menschenwelt. Das ist halt jetzt die große Frage. Ich hoffe auf einen weiteren Teil. Klar, es hat lange gedauert bis im Vergleich zum letzten, aber ja. Das Ende ist doch noch sehr offen. Man sieht jetzt nicht genau, wie sie jetzt den Baum zerstören. Also es könnte theoretisch darauf hinlaufen, dass es jetzt noch was geben kann. Ich meine, Virgil wurde ja auch wieder aus dem Nichts rausgegraben als Gegner. Das war die Frage. Aber ich bin doch schon sehr überzeugt von dem Spiel. Fand ich besser als die letztes Devil May Cry Spiel, wo Dante bearbeitet wurde. Wobei man da sagen muss, da fand ich, konnte man bessere Kombis machen. Durch die verschiedenen Arten von Waffen, die Sense, die Handschuhe und alles Mögliche. Gut, es kam jetzt hiermit auch mit Dante, aber nicht so umfangreich wie beim letzten Spiel. Steuerung war gut. Ende konnte ich mich doch so ein bisschen reinfuchsen. Die Bosskämpfe, man hätte vielleicht aber
minimale Änderung machen könntest in Virgils Movement, im Vergleich zum Dundle-Kampf, im Vergleich zum Nero-Kampf, dass er dann irgendwie noch eine Schippe drauflegt oder sonst irgendwas, also dass im vorigen Kampf nicht alles gezeigt wird, dann im späteren Kampf noch was hinzukommt, damit es einen Unterschied gibt. Aber es gibt ein paar, ich würde Gamer, die dann halt, dadurch, dass sie das Movement schon kennen, kein Problem haben, mit Nero zu kämpfen. Was vielleicht auch der Zweck der produzieren waren, aber ist die Frage. Aber sehr geil gemacht. Ein Spiel, das man durchaus weiterempfehlen kann, eigentlich relativ immer schon neu spielen kann. Ne? Ich kann es empfehlen. Und vielleicht kann ich ja noch irgendwie für den PC vorige Teile anschaffen für den Devil May Cry. Wenn da Interesse besteht, also ich hätte Lust drauf. Die anderen Teile, ob sie für den ob die auf dem PC noch laufen. Sind ein bisschen älter, aber man dürfte durchaus noch laufen. Dass man dann noch auch für den PC holt, das wäre durchaus in Betracht zu beziehen, finde ich für mich. Ich hätte Lust drauf, weiter Devil May Cry Teile zu spielen. Und da fällt auch schon der Bus weg. Aber ich bin mir vorstellen, dass noch irgendwas kommt. In gewisser Weise. Aber genau bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber Spiel schön designt, Stimme angepasst, die Charaktere wurden umgesetzt, die Kämpfe hatten was. Man kann sich nicht wirklich beschweren. Wie gesagt, ich finde, es ist wieder eine Steigerung gewesen zum letzten Devil May Cry. Also ist nicht das Vierer gemeint, sondern das Zwischending, was da rauskam 2013. Das Vierer war auch gut. Ich finde das jetzt besser. Man merkt vielleicht liegt es aber auch an der Grafik, aber das ist so lange her, dass ich das gespielt habe, ehrlich gesagt. Das Vierer ist, glaube ich, 2011 rausgekommen und da habe ich es mir auch relativ zeitnah geholt. Und habe es auch nur einmal durchgespielt, muss ich sagen. Und dann kam das Zwischending raus, habe ich mir auch geholt. Das habe ich dann auch nur zweimal durchgespielt, aber relativ auch, glaube ich, zweimal im Jahr. In dem gleichen Jahr, wo es rauskam. Ja. Neue Muskelspanne, Sohn Spartas. Blutiger Palast. Neros dämonischer rechte Arm wurde wie gehält. Und er kann jetzt sowohl Devil Bringer als auch Devil Trigger. Dante Schwert. Dante kann jetzt im Anfassen Bildschirm Rebellion Sparta und das Teufelschwert Dante ausrüsten. In Nikos Berichten über die Gegner gibt es jetzt Fotos, die den Moment zeigen, als du den jeweiligen Gegner zum ersten Mal besiegt hast. Kostümänderungen werden jetzt auch auf den Titelbildschirm angewendet. Es wird das Kostüm angezeigt, mit dem du zuletzt gespielt hast. Oh ja, ist doch nice. Und da sehen wir doch mal Nero. Dante und wie. Und da bedanke ich mich wirklich vielmals fürs Zuschauen bei diesem Projekt. Hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ob jetzt noch weitere Devil May Cry Teile kommen werden, ist jetzt die Frage. Wir können mal kurz mal reinschauen. Prolog, Modus, Sohn Spartas. Nehme ich mal an, dass es dann einfach stärkerer, kräftigerer Modus wird. Kräftigerer Modus, schwieriger Modus wird.
Geheimmission. Mal schon, haben jetzt alle eigentlich freigeschaltet? Nee. Nur die mir gefunden haben. Na, nur die mir geschafft haben, können wir spielen. Das ist ja auch behindert. Okay. Ludiger Palast. Ah. Also gibt es auch Nebenstories. Die Lehre. Dann würde ich mal sagen, machen wir das im Nachhinein mal, die beiden. Aber die Hauptstory ist jetzt vorbei. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuschauen nochmals. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.